geben kann, die Wahrheit nämlich, dass keine Gesellschaft ein gesundes Leben führen kann, aufgrund solcher alten, überkommenen Wahrheiten. Ich könnte euch jetzt einen ganzen Haufen solcher Dreckswahrheiten hererzählen, aber ich will mich zunächst auf eine anerkannte Wahrheit beschränken, die im Grunde eine ekelhafte Lüge ist, von der ihr aber trotzdem alle lebt. Die Wahrheit nämlich, dass die Demokratie das beste nur denkbare Gesellschaftssystem ist, am besten für alle Zeiten und alle Menschen und auf der ganzen Welt. Die Demokratie ist letzte Falle der Menschheitsgeschichte geworden. Die Demokratie, der Wille des Volkes, der Wille der Mehrheit, befördert vor aller Augen und auf ganz legalen Wege Diktaturen an die Macht. Die Dummheit wächst proportional zur wachsenden Anzahl von wahlberechtigten Volksbürgern. Und das, was man diesen Volksbürgern als Basiswissen über die politischen Absichten ihrer politischen Führer mitgibt, das entspricht nicht der Wahrheit. Im Gegenteil, die Demagogen, die Ideologen und Volksverhetzer haben Hochkonjunktur und das Desinteresse der Intellektuellen und der Freigeister an der Macht, ja das Desinteresse dieser Leute an der Macht, das spürt eben jene in die politischen Ämter, die nicht den Volkswillen vertreten, sondern ihn kontrollieren und manipulieren wollen, um der eigenen Partei oder dem eigenen Sitz zu einer dauerhaften, stabilen Existenzgrundlage zu verhelfen. Die Demokratie, wie wir sie von den Griechen erlangten, ist tot. Aus ihr wurde so etwas wie eine Quetschzitrone, die man nach Belieben in die eine oder andere Richtung abspritzen lassen kann. Die feudalen Despoten in den Parlamenten hüllen sich im Glanze der Volksnähe